Bitte schön, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Telegramm von Göring. Ja. Er schreibt: Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Vollpilz! Dieser Versager mit der Handlungsunfähigkeit, Schwachblitz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person. Débrouille-toi, siphonne les réservoirs des véhicules dont personne n'a besoin. Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous ne trouvez pas Fegelein? Alors cherchez-le, c'est simple. Je veux voir Fegelein. Et vite! Seul un déserteur quitterait le bunker sans en avoir reçu l'ordre formel. C'est un traître! Je veux que vous m'ameniez Fegelein! 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 Des actes et des volontés, la République française, de noyautage en noyautage sous une certaine dictature, nothing left! Oh God, nothing left! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie! Ein Opportunist! Ein rücksichtsloser Karrierist! Wie bitte? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Zimmer durchsuchen. Nicht klar genug ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Mein Wille! Ja! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte.